Hallo, meine Lieben. Lasst euch herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus, den wir so sehnsüchtig erwarten, dass er kommt. Ja, er wird kommen, aber solange, bis er kommt, lasst uns noch über seine Gnade, über seine Liebe reden, uns gegenseitig ermuntern. Ja, und ich möchte heute über etwas sprechen, was meistens die Leute auswendig kennengelernt haben, dennoch die tiefgründige Seite dessen nicht kennen, viel oft denke ich mir. Und auch, sag mal so, in der Verkündigung wird es bisschen oberflächlich betrachtet, sage nicht alle, aber einige. Und ich möchte das auch mit euch durchgehen. Um was es geht, werde ich denn euch nach dem Gebet sagen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, sei gepriesen und gelobt in aller Ewigkeit. Ich möchte mit dem Psalmist sagen: Zu dir her erhebe ich meine Seele, mein Gott, auf dich vertraue ich allein. Du hast es vollbracht, Herr. Du hast es vollbracht, du hast uns alle lieb, du hast uns berufen, du hast uns eingesetzt in das Leib Christus. Du hast uns geheiligt, gereinigt, du hast uns eine Erbschaft gegeben. Und wir sind in der Erwartung, dass du kommst und uns abholst, um bei dir zu sein. Aber bis dann, Herr, lass uns gegenseitig erbauen. Dass dein Wort stark uns selbst das verkündigt, was du von uns willst. Lass das Wort für uns selbst betrachten. Lass wirklich das, was das Wort uns ist. Und dass wir aus diesem Wort raus ein Zeugnis werden, Herr. Ein Zeugnis für andere. Du kannst uns Kraft geben durch deinen Geist, wie du es versprochen hast. Herr, wir vertrauen auf dich, wir warten auf dich, wir loben dich und preisen dich. Amen. Es gibt einen Psalm, den sehr viele kennen, auswendig gelernt haben und es von Kind auf vielleicht schon oft gesprochen oder gesagt haben. Leider mehr, der andere weniger. Aber bekannt ist es in jedem Fall. Doch oft ist es so, dass wir die Aussage dieses Psalmes, die tiefgründige Aussage und Bedeutung dieses Psalmes oft gar nicht beachtet haben oder bedacht haben. Ich habe schon einiges über diesen Psalm gehört, doch so wie der Herr mir der gezeigt hat, leider oft nicht in der Verkündigung, in der Auslegung. Es ist der Psalm 23. Ein einfacher Psalm, das auch sogar meine Kinder gelernt haben auswendig. Und lasst uns über diesen Psalm reden. Meine Lieben, lasst mich den Psalm mal kurz vorlesen, auch wenn ihr das so gut kennt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird's nichts mangeln. Er lagert mich auf grüne Auen. Er führt mich zu stillen Wasser,
Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Fahren der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meinen Feinden. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück in Haus des Herrn, lebenslang. Amen. Meine Lieben, hier schon in den ersten Vers ist eine bedeutsame Aussage. Der Herr ist mein Hirte. Hier geht es nicht, der Herr ist unser Hirte oder der Herr ist euer Hirte, der Herr ist sein Hirte, sondern der Herr ist mein Hirte. Und es gibt auch so einen Bruder, der mir gerne mal vorwirft, immer das Ich-Bezogene. Und aber es ist eine Tatsache, dass das Glauben ist eine Ich-Sache. Es ist nicht eine Sache der Welt, es ist nicht eine Sache der anderen, sondern es ist eine persönliche, ich-bezogene Sache. Der Herr ist mein Hirte. Glaubst du es oder glaubst du es nicht? Wenn ich es glaube, dann weiß ich genau, dass ich auf diesen Herr, der mein Hirte ist, auch für mich das Versprochene auch einhält. Weil der Herr Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Macht euch keine Sorgen. Dass der Herr mein Hirte ist, konnte David sagen, nicht weil er Gott berufen hat, sondern weil Gott ihn berufen hat. Es ist eine große Sache, von Gott berufen zu sein. Es ist der Heil, das Heil ist für alle gegeben. Es ist für alle gegeben. Ja, jeder, der glaubt, wird errettet. Aber es gibt eine Sache. Es gibt auch diejenigen, die berufen sind. Zum Beispiel Römer 1,7 sagt Paulus, alle Geliebten Gottes, berufene Heilige. Es sind Heilige, die berufen sind und nicht selbst heilig geworden sind, weil sie es so wollten, sondern es ist eine Gnade Gottes. Und dann sagt er, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. In Römer 3, Vers 24, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Nicht durch jetzt. Merkt das euch. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch die Erlösung in Christus Jesus ist. Ja, es ist umsonst gerechtfertigt von Gott hinaus und nicht von mich hinaus. Natürlich, darüber kann man viel reden und man kann viele Bibelversen um sich herum schmeißen, aber wer das verstanden hat, dass der Herr mein Hirte ist, mein persönlicher Hirte, dann wird mir nichts mangeln, egal was es ist, wird mir nichts mangeln. Jesus sagt nicht umsonst auch diesen Beispiel, dass du siehst den Splitter in den Augen deines Nächsten und den Balken in deinen Augen siehst du nicht. Warum? Weil der Herr ist nicht dein Hirte.
Deswegen siehst du es so. Du handelst mit Gottes Wort so, dass es immer auf den anderen bezogen ist und nicht auf dich selbst bezogen ist. Das Wort Gottes, alles, was von Adam bis zur Offenbarung ist, spricht zu mir allein selbst. Und wer das kapiert hat, hat ein großes Gewinn. Und aus diesem Gewinn hin, nach außen, kann ich Zeugnis ablegen und andere gewinnen, um dasselbe zu sagen wie ich, der Herr ist mein Hirte. Das ist die ich-bezogene Beziehung zu meinem Herrn. Nicht als du-bezogene, nicht als seiner-bezogene, sondern mein ich-bezogene Gemeinschaft mit dem Herrn allein. Der Herr ist mein Hirte. Und mir wird mir nichts mangeln. Mir selbst. Das heißt, die Beziehung zwischen ich und Beziehung zwischen meinen Herrn, weil er ist mein Herr. Und er sagt mir, wo lang es geht. Er heiligt mich, er reinigt mich, er hat mich berufen, er hat mich zum Namen genannt, von Grundlegung der Welt, von meiner Geburt her, von meinem Mutterleib her, hat er mich zum Namen genannt. Und das heißt, ich und mein Herr. Und wer das so sieht, dann schaut nicht danach, um einen Splitter in Augen seinen Nächsten zu finden, sondern sucht ein Zeugnis zu sein, ob oft wortlos, um den anderen zu meinen Herrn, der auch sein Herr sein könnte, zu führen. Das Wort Gottes richtet mich, leitet mich und jeden, der sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Und wir in Christus können sagen, der Herr ist mein Haupt. Mir wird nichts mangeln, weil ich verborgen bin in diesem Christus. In diesem Christus. Möge der Herr uns hier Weisheit schenken, Kraft schenken, Heiligkeit schenken, dass wir das auch verstehen und auf diesen Weg mit ihm persönlich zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr gemerkt habt, dass hier sehr oft das Wort er aufkommt. Zum Beispiel, er lagert mich auf grüne Ohren. Er führt mich zu stillen Wasser. Er erquickt mich. Er leitet mich im Faden der Gerechtigkeit um seinen Namenswillen. Dann ist es, du bereitest mir, also Vers 5, du bereitest vor den Tisch angesichts meiner Freunde. Es ist immer er. Es schreibt hier nicht, ich lagere mich auf grüne Augen, wo ich dir nachfolge. Oder ich führe mich zu stillen Wasser, wo du hingehst. Oder ich erquicke meine Seele, weil ich bei dir bin. Oder ich leite mich im Faden der Gerechtigkeit wegen deines Namens willen. Sondern hier schreibt er. Paulus sagt deutlich, dass das Glauben von ihm ist.
Und wenn wir nur Epheserbrief nehmen, sehen wir, was alles Gott für uns tut und getan hat. Er heiligt uns. Er leitet uns. Er erquickt uns. Er nimmt uns die Sorgen auf durch seinen Geist, der in uns lebt. Er, nicht ich. Er ist der, der vollbracht hat und vollbringt. Er hat es vollbracht am Kreuz und er vollbringt in unser Leben die Vollkommenheit. Es ist um seines Namens willen macht er das, was er tut. Es ist eine Berufung, die er ausführt bis zu Ende. Und das, was wir sind und werden, sind wir wegen seines Namens willen, wegen seines Wortes willen vollkommen. Egal, was unser Kläger sagt vor dem Herrn oder vor der Welt, wenn auch unser Nachbar sagt, wir sind nicht nütz und unsere Frau oder Ehemann sagt, wir taugen nichts, dennoch sagt Gott um meines Namens willen, du bist mein lieber Kind. Wir sehen bei David, meine Lieben, David kann sich nicht viel rühmen. David hat auch in dem Psalmen, ich habe mal über Psalmen gesprochen, jetzt weiß ich nicht genau, welcher der Psalm ist, weil er gesagt hat, meine Sünden steigen über meinen Kopf. Die bedrücken mich, meine Sünden. Und wir wissen, er hat Hurerei getrieben, er hat Mord getrieben. Und Gott hat ihn dennoch in die Buße geleitet, weil hier schreibt hier auch, ja, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Also es schreibt in erster Vers, der Herr ist mein Hirte, und dann kommt der Hirte, dieser Haupt, der lagert mich auf grüne Auen, der führt mich zum Stillen, der erquickt mich, der leitet mich auf Pfad der Gerechtigkeit. Er leitet mich. Das ist sehr gut. Aber hier gibt es dann auch noch ein Vers, meine Lieben. Und das ist der Vers 4, wo es ich bezogen ist. Und es schreibt auch, wenn ich wandere. Da heißt nicht, wenn er mich führt, sondern wenn ich wandere. Und hier schreibt auch im Tal des Todes Schatten. Im Tal des Todes Schatten. Meine Lieben, in Römer 6, 23 sagt Paulus deutlich, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Warum ist denn hier geschrieben, wenn ich wandere? Es ist halt das, was viele nicht verstehen. Gott führt mich nicht in die Sünde. Gott führt mich nicht in den Tal des Todes. Doch die Gnade Gottes ist so weit, wie der Psalmist es auch sagt, dass sogar in den Scheol bist du da. Also verstecken kann ich mich nicht vor dir. Und hier sagt, wenn ich wandere, das heißt, ich wandere nicht, weil Gott führt mich down auf grüne Auen, auf stillen Wasser und auf der Pfade Gerechtigkeit und auf einmal bin ich in den Tal der Todesschatten. Das heißt, ich bin verleitet in die Sünde, fern von dem Herrn. Da führt mich nicht er dahin, da gehe ich selber. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, was uns der Herr gegeben hat, der gute Hirte. Wer das kennt und ein bisschen nachdenkt. Ja,
Der eine Schaf, der geht einfach fort. Mutwillig geht er fort, weil er sucht irgendwas Besonderes und verirrt sich. Aber der Herr lässt die 99 da und geht dem suchen, und bis er ihn nicht findet, bis er ihn nicht findet, kommt er nicht zurück. Und wenn ich im Tal des Todes Schatten schwimme, bist du da. Nicht mal in dem Scheol, in der Hölle, lässt uns Gott allein. Da, was wir verdienen würden. Denn menschlich gesehen würden wir den Tod verdienen. Wenn ich mal abfalle vom Weg, verirre, in diesen Todesschatten reingehe, wo das Lohn der Sünde der Tod ist, da bist du da. Und da sagt der Psalmist: Ich fürchte kein Unheil, dennoch, auch wenn ich in der Toten Schattens bin, denn du bist bei mir. Und warum schreibt hier der Stecken und Stab? Für was brauche ich Stecken und Stab in den Todesschatten, wenn das göttlich gewollt ist? Denn Stecken und Stab ist etwas, was mich züchtigt. Der Stecken und Stab ist das, was mich zurückhaut auf dem Weg. Etwas, wenn ich auf dem Hinten damit kriege, dann tut es weh. Und es ist so herrlich, wie das in der Propheten Jesaja geschrieben ist, dass wenn er uns auch verwundet schlägt, er verbindet auch. Es ist manchmal so, dass man einen Schaf den Fuß brechen muss, dass er lernt, bei der Herde zu bleiben. Und es tut weh, aber der Hirte, der das bricht, weiß, wie man das brechen muss und weiß auch, wie man verbinden muss. Und das ist Gott auch genauso. Und deswegen ist es hier, nach diesem Ich wandele in den Todesschatten, auch gleich der Stab und Stecken erwähnt. Da ist auch der Stab und der Stecken erwähnt, was wir brauchen. Und wenn ich auch. Da befürchte ich dennoch nicht, denn ich weiß, der Herr ist mein Hirte. Und er lässt mich nicht allein. Und Paulus sagt es ganz deutlich in den Römerbrief: Wer kann uns aus seiner Hand reißen? Es gibt keine Macht. Es gibt nichts, weil Gott sogar in den Scheol bei uns ist. Und auch wenn der Tod und der Teufel denkt, wie gut, ich habe ihn, dann ist diese Freude kurz, weil er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meinen Feinden. Ein Tisch vorbereiten angesichts meinen Feinden. Und die Feinden müssen zugucken, wie ich ruhig da essen kann am Tisch des Herrn, an der Gemeinschaft. In 1. Korinther 11 schreibt Paulus deutlich: Wenn wir am Tisch des Herrn sind, bedenken wir an den Tod unseres Herrn. Du bereitest mir einen Tisch vor meinen Feinden. Es ist ein herrlicher Psalm. Es ist ein tiefgründiger Psalm. Es ist ein Psalm, der zum Schlüssel ist für unser Leben in Bezug, in Gemeinschaft mit dem Herrn. Es ist ein Psalm, der Schlüssel ist. Und er sagt hier: Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Das
Salben mit Öl ist auch so eine zum König salben. Und hier ist aber geschrieben, dass nicht ich mit Öl mich selbst gesalbt habe, sondern du hast mich mit Öl gesalbt. Es ist eine Sache, wo wir sehen, dass auch der Psalmist sieht, dass Gott tut alles und nicht ich tue was. Gott macht alles und nicht ich tue etwas. Du hast mich mit Öl gesalbt. Manche bringen auch für die Gnadezeit die 10 Jungfrauen her und alle sagen, wenn du kein Öl hast, dann bist du. Aber viele haben es nicht verstanden. Wir brauchen keinen Öl. Wir haben den Geist Gottes in uns. Wir sind nicht die 10 Jungfrauen. Und wir sind gesalbt von dem Herrn. Wir sind versiegelt durch den Geist Gottes. Und diesen Siegel kann niemand ausradieren. Das geht nicht ab. Das kannst du nicht aus dem Herzen rausschneiden. Das kannst du nicht wegschmeißen. Das ist da für immer und ewig. Um deines Namens willen. Mein Becher fließt über. Es ist das Zeugnis nach außen. Obwohl oft sind wir kein Zeugnis, dennoch fließt der Becher über. Es ist eine Gnade, die man nicht bereden kann. Man kann das nicht. Also Gottes Gnade ist wirklich unheimlich groß. Wir haben einen gewaltigen Gott. Wir haben einen Gott der Liebe und einen Gott der Gerechtigkeit. Ein Gott, der uns nachgeht. Ein Gott, der uns gnädig ist, genau in unserer Schwachheit. Er schreibt hier, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehrte zurück ins Haus des Herrn lebenslang. David ist zur Ruhe gekommen, aber wir wissen, dass auf den Thron Davids David wird ewig herrschen. Ewig herrschen. Das heißt, dass David hat über seinen Tod hinaus gesehen. Und meine Lieben, Gott hat uns nicht in Ungewissheit gelassen. Denn Paulus schreibt deutlich bei der Thessalonikerbrief, dass die Verschlafenen werden erst aufgeweckt. Und mit denen werden wir entrückt. Er hat uns gezeigt, dass unser Reich im Himmel ist, da beim Herrn, weil wir ein Teil des Herrn sind. Und wenn wir so sagen, ja, Güte, der Güte und Gnade, David hatte viel Verfolgung, der musste sich oft verstecken. Dann fragt man sich, wo ist denn die Güte da? Gott hat ihn bewahrt, auch auf diese Flucht. Und egal wo er war, in welcher Situation er war, Gott war bei uns. Deswegen weiß ich, der Herr ist bei uns, egal in welche Situation wir sind. Ob unsere Frau oder Ehemänner, ob unsere Feinde oder egal in Armut oder in Reichtum, Gott ist bei mir. Und es ist eine Güte und es ist eine Gnade, egal in welche Situation ich bin, weil Gott bewahrt. Und diese Bewahrung, diese Güte und Gnade sagt, werden mir folgen. Nicht ich folge der Güte und Gnade nach, sondern die Güte und Gnade folgt mir meinem Leben nach. Alle Tage meines Lebens. Nicht nur heute oder vielleicht morgen könnte es auch noch sein. Nicht nur, wenn ich gut bin, sondern auch wenn ich schlecht bin,
Nicht nur, wenn ich gesund bin, sondern auch, wenn ich krank bin. Nicht nur, wenn ich stark bin, sondern auch, wenn ich schwach bin. Die Güte und die Gnade folgt mir regelrecht nach. Alle Tage meines Lebens. Alle Tage meines Lebens. Bis wir nach Hause gehen dürfen. Und dann werden wir diese Güte und Gnade live erleben. Ohne dass noch Kummer und Trauer oder sowas in unser Leben stattfinden muss. Und dann schreibt hier, ich kehre zurück. Nicht der Herr bringt mich zurück, sondern ich gehe zurück in Haus des Herrn, lebenslang. Das ist das Bewusste auch, dass ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich will in das Haus des Herrn. Ich sehne mich danach, weil der Herr ist mein Haupt. Der Herr ist mein Herd. Er ist mein Eins und Alles. Und ich sehne mich danach. Und manche sagen, ach, wie egoistisch du bist, du denkst nicht an den anderen. Nein. Ich denke nur an mich und meinem Herrn. Und aus dieser Gemeinschaft wird dann ein Zeugnis für den anderen sein. Aber ob der sich bekehren will oder nicht, ob der den Schritt wagen möchte oder nicht, das liegt nicht in meiner Hand. Aber ich sehne mich nach dem Herrn. Ich will ins Haus des Herrn. Und meine Lieben, in diesen paar Versen sehen wir Vers 2, er, Vers 2, er wieder, Vers 3, nochmal er, das sind dreimal, dann Vers 3, nochmal er, das ist viermal, ja, Vers 5, du bereitest das Tisch, du mein Haupt, also sechsmal in diesen ganzen Versen ist es, dass der Herr tut alles. Und dann sind hier zweimal ich. Einmal, wo ich in den Tal des Todesschatten gehe, aber du bist bei mir. Und ich, die ich mich sehne nach Hause in dem Haus des Herrn. Ich hoffe, dass ihr diesem Psalm 23 jetzt ein bisschen mit anderen Augen auch betrachten könnt. Mit viel mehr Lob und Preis und mit viel mehr Dankbarkeit. Es ist das unmessliche Güte und Gnade des Herrn über unser Leben. Und wer in Christus ist, schreibt in Römer 8, der hat nicht zu befürchten. Es gibt kein Verdammnis. Ja. Es gibt kein Verdammnis. Ja, der Herr segne uns reichlich, meine Lieben, und lasst euch danken für eure Gebete. Ich denke, bis am 15. werde ich noch das Konto lassen. Wer will, kann noch was überweisen. Ab 15. will ich dann tatsächlich das kündigen, meine Lieben. Und ab dann, wer will, kann mir per Post schreiben. Es ist für mich persönlicher, ich kann dann auch mal zurückrufen. Manche habe ich versucht zurückzurufen, aber die waren nicht erreichbar. Es geht nicht immer so zeitlich. Und auch, sag mal, ich habe auch meine Sorgen und meine Kämpfe und meine Familie und meine Arbeit. Also wer
Links Telefonnummer, E-Mails, Rücklässt, schreibe ich gerne zurück. Ich habe versucht, bis jetzt alle Kommentare zu beantworten und die E-Mails. Es tut mir leid, wenn ich jemand hier verpasst habe. Es ist nicht Absicht. Und wenn ich mich verspäte mit einer Antwort, heißt nicht, dass es nicht kommt. Aber wenn ich den einen oder den anderen übersehen habe, es tut mir leid, müsst ihr auch daran denken, dass manche Kommentare kommen gar nicht an. Ja, und da muss man halt dann zweimal versuchen oder dreimal. Ja, gibt's nicht gleich auf, wenn irgendwas nicht so klappt, wie ich es will, wir es wollen. Ja, sondern lasst euch da ermutigen, einfach weitermachen. Ja, ich danke euch auch für die guten Kommentare und meine Lieben, betet, lasst uns beten füreinander. Weil wenn wir nicht lernen zu beten für das Wichtige, für das Wichtige. Wenn ich zum Beispiel ein Video vom Feldherrn erwarte, dann musste ich auch beten dafür, dass Gott den Feldherrn auch das Wort in seinen Mund gibt. Es ist genauso, wenn ich eine Lohnerhöhung erwarte, dann muss ich die Initiative bringen und ins Chefsraum reingehen und klopfen und sagen, Chef, ich will eine Lohnerhöhung. Sonst habe ich die Chance gering, um eine zu kriegen, weil ich weiß nicht, wann der Chef an mich denkt, irgendwann mal und sagt, du, der arbeitet schon so lange, der hat noch nichts von mir gekriegt. Wenn ich Hunger habe, dann muss ich in die Küche gehen und was vorbereiten. Ich kann nicht erwarten, dass die Küche zu mir kommt und mir das Essen vorbereitet und mir das gibt. Also wenn ich will, in einer Gemeinschaft, dass es gut gehen soll, auch wenn ich will gute Videos, auch wenn ich will gute Musik, dann muss ich dafür auch bitten. Und wer bittet in meinem Namen, hat der Herr gesagt, das kriegt er auch. Also wenn ihr für mich betet, auch für meine Lebenssituation, dass der Herr mir Kraft schenkt, ja, und den Wort schenkt in meinen Mund, dann kann ich natürlich viel mehr und viel besser hier tätig sein. Und das Finanzielle, das ist überlassen Gott selbst. Er wird schon einen oder den anderen leiten, das Richtige zu machen. Gott segne euch alle und Jesus kommt bald. Da bin ich überzeugt. Aber bis dann, lass uns im Gebet ausharren. Und lasst den Psalm 23 als Schlüssel in eurem Herzen. Gott, mein Herr, es ist mir recht, nicht lieb ich dir geweiht. Die Harfe unerzählter klingt, bevor der Morgen graut. Ich will dir danken, den Völkern, ich will dich loben vor allen Menschen, denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist.
erhebe dich, deine Ehre füllt das Land. Hilf mir mit deiner rechten Hand und höre mein Gebet. Ich will dir danken unter den Völkern, ich will dich loben vor allen Menschen, denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Gott, mein Herr, du stehst mir bei, den Menschen helfen nie. Dir will ich mein Leben bauen, du kämpfst und siegst mit mir. Ich will dir danken unter den Völkern, ich will dich loben vor allen Menschen, denn deine Gnade reicht so weit der Himmel. Deine Gnade reicht so weit der Himmel.